Ja, hallo auch von mir. Dankeschön für die Vorstellung, Thomas. Ich freue mich, euch heute vorstellen zu können, wie wir durch unsere Funktionalität der geschlossenen Frachtenbörse den Spotmarkt noch zugänglicher gemacht haben für Unternehmen aus Produktion und Handel, durch die wir dann die Möglichkeit geben, durch ein starkes Netzwerk der Timocom Supply Chains robuster, ausfallsicherer zu schaffen, Unabhängigkeit zu schaffen, auch in Zeiten von Laderaumknappheit. Kurz zu uns, was zeichnet uns aus als Timocom? Wofür sind wir bekannt? Viele von euch werden sicherlich wissen, einige aber vielleicht auch nicht. Wir sind der größte Spotmarkt für, der größte Marktplatz für Transportdienstleistungen, die kurzfristig gehandelt werden. Über unseren Marktplatz kommen Angebot und Nachfrage für Dienstleistungen zusammen. Über 1 Million Frachtangebote und Laderaumangebote werden auf unserem Marktplatz veröffentlicht täglich. Und unser Netzwerk besteht aus 54.000 Kunden mit mehr als 154.000 Nutzern aus 55 Ländern, die eben auf unserem Marktplatz Transportdienstleistungen handeln. Aber nicht nur die Anbahnung wird über unseren Marktplatz geregelt, sondern auch die Folgeschritte, die Beauftragung eines Transportes, das Tracking eines Transportes und auch die Nachbereitung. Was uns besonders wichtig ist und unseren Nutzern besonders wichtig ist bei Timocom, ist die Schnelligkeit. Wir leben in einem sehr schnelllebigen Markt und unser Netzwerk führt dazu, dass die Transporte in der Regel sehr schnell vergeben werden. 82% unserer Nutzer vergeben ihre Transporte innerhalb der ersten 15 Minuten, nachdem sie den Bedarf bei uns auf dem Marktplatz veröffentlicht haben. Ja, so viel zu den Zahlen. Was uns als Timocom und auch mir als Produktmanager und Produktgestalter immer noch sehr wichtig ist, sind auch die Emotionen, die Gefühle, die unsere Nutzer während der Nutzung unseres Marktplatzes mit uns verbinden. Und da habe ich mal eine Stimme mitgebracht von einem unserer Nutzer. Es handelt sich dabei um einen Lebensmittelgroßhändler aus Österreich, ein Foodpark-Leiter. Und der schätzt eben sehr bei uns, dass trotz des großen Netzwerkes eben auch die persönliche Schiene nicht verloren geht. Über unseren Marktplatz werden Communities gebildet, Anbieter und Nachfrager von Transportdienstleistungen finden zusammen, knüpfen langfristige Geschäftsbeziehungen, vertrauensvolle Partnerschaften und das ist eben das, was unsere Nutzer schätzen. Dann zoomen wir noch mal ein bisschen heraus und gucken uns an, was für transportlogistische Herausforderungen Verlader, Unternehmen aus Produktion und Handel grundsätzlich im täglichen Alltag zu bewältigen haben. Dafür haben wir eine Umfrage gemacht unter knapp 10.000 Entscheidern aus dem Dachraum und die gefragt, ja, was sind die Dinge, die Sie beschäftigen im Alltag? Und ich habe meine Auswahl mitgebracht, 3 Stück. Das eine, und das kam sehr stark heraus, ist die Qualität und die Kommunikation mit logistischen Dienstleistern, die man in seinem Netzwerk einsetzt. Ein zweiter Punkt waren eben die regulatorischen Auflagen, die man auffällig bekommt als Unternehmen aus Produktion und Handel. Stichwort Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das für viele von Ihnen sicherlich ein Thema sein wird oder auch schon ist. Und ein weiteres Thema war fehlende Laderaumkapazität. Es ist im letzten Jahr ein bisschen an Bedeutung weniger geworden, was dieses Thema angeht, aber viele von euch erinnern sich sicherlich noch an die Krisenzeiten während der Corona-Pandemie, wo viele Lieferketten eben zusammengebrochen sind, weil Laderaumkapazitäten nicht mehr in der gewohnten Menge zur Verfügung gestellt werden konnte und auch feste, zuverlässige Dienstleister nicht mehr in der Lage waren, bestimmte Transporte auszuführen in vielen Situationen. Da hat auch teilweise Umdenken stattgefunden. Verlader haben sich umgeguckt am Markt, wie kann ich auch zukünftig für Krisenzeiten gewappnet sein, Zugang zu Kapazitäten bekommen, um eben meine Lieferkette, meine Supply Chain sicherer zu gestalten. Ja, aus diesen Puzzlestücken sozusagen ist eine Produktvision für uns entstanden. Wir als Timocom wollen die Communities, die sich über unseren Marktplatz bilden, zwischen Verlader und Carrier, systemisch abbilden. Wir wollen diese Geschäftsbeziehungen stärken, ohne unseren Kern, den offenen Marktplatz, das große Netzwerk zu verlieren. Ziel dabei ist, dass wir die Qualität der Transportdienstleistung für die Verlader sicherstellen, durch die Zusammenarbeit mit vertrauensvollen und geprüften Partnern, die an meine regulatorische Anforderungen, die sie kennen, die sich darauf spezialisiert haben, diese zu erfüllen und durch diese Geschäftsbeziehungen, die wir sichern und abbilden über unser System, eben langfristige Kapazitäten sichern. Wir haben uns dafür angeguckt, um ein Produkt zu gestalten, wie funktioniert Frachtvergabe heute. Und typischerweise ist das ein stufenweiser Prozess. In erster Linie werden meine Sendungen mal auf meinen fest disponierten Fuhrpark verplant. Das kann auch mein eigener Fuhrpark sein, kann aber eben auch die Dienstleister sein oder die Fahrzeuge haben, die ich wirklich im festen Zugriff habe.
Wenn diese Kapazitäten verplant sind, geht es in der Regel in den Kreis meiner bevorzugten Dienstleister, meiner bevorzugten Partner. Da sehen wir heute in der Praxis in vielen Fällen noch den klassischen E-Mail-Verteiler im Einsatz, wo dann eine Mail rausgeschickt wird und gesagt wird, hey, ich habe noch die und die Sendung zu vergeben. Hast du Zeit, hast du Interesse, die zu transportieren? Wenn aus diesem Kreis der bevorzugten Partner niemand imstande ist, meine Sendung zu transportieren, dann geht es typischerweise an den offenen Markt, an den offenen Spotmarkt und dort findet sich dann in der Regel und hoffentlich ein passender Dienstleister. Das ist das, wo wir als Timocom stark sind. Durch die geschlossene Frachtenbörse bieten wir eben auch eine Lösung, um bevorzugte Partner mit Transportdienstleistungen anzufragen. Und danach geht es eben dann erst über unser System an die offene Frachtenbörse. Ja, für wen bietet sich das Ganze an? Ich bin schon viel auf die Beziehung zwischen Dienstleister und Verlader eingegangen. Das ist aber nicht der einzige Use Case, den wir hier sehen. Sehr etabliert ist die Lösung der geschlossenen Frachtenbörse bereits in Netzwerken aus Niederlassungen, die Synergien heben wollen, die Kapazitäten, die im Netzwerk vorhanden sind, bestmöglich auslasten wollen, bevor sie eben an den offenen Markt gehen. Eine dritte und ähnliche Konstellation haben wir in Kooperationen, Verbände, wo es eben auch darum geht, Synergien zu schöpfen, bestmöglich auszunutzen. Wie funktioniert das jetzt bei uns im System? Das Grundprinzip der geschlossenen Frachtenbörse ist denkbar einfach. Bevor eine Ladung in den offenen Markt geht, wird sie innerhalb des Kreises der bevorzugten Partner veröffentlicht. Diese werden dann darüber informiert und eingeladen, sich auf diese Fracht zu melden, einen Preisvorschlag abzugeben. Ich als Verlader bekomme eine Übersicht, welche meiner Dienstleister sind interessiert, zu welchem Preis sind die Dienstleister bereit, den Transport durchzuführen, kann dann nach einer bestimmten Verweildauer noch den offenen Markt fragen, kann einen Preisvergleich durchführen, was bietet mir mein bevorzugter Kreis an Dienstleistern, meine festen Partner und was bietet mir der offene Markt heute für diesen Transport. Soweit zum Grundprinzip. Denkbar einfach, wie gesagt, wenn es darum geht, diese geschlossene Frachtenbörse zu gestalten, haben wir diverse Individualisierungsmöglichkeiten. Wir haben verschiedene Regeln, die wir setzen können, ob es eine verpflichtende Variante ist, ob es eine frei wählbare Variante für den Disponenten ist. Durch die verpflichtende Variante habe ich eben als Führungskraft beispielsweise oder als Zentrale auch die Möglichkeit, gewisse Steuerungsmöglichkeiten zu nutzen. Das heißt, ich kann zentral vorgeben, wie Frachtvergabe bei mir im Unternehmen zu erfolgen hat, nach welchen Regeln das zu erledigen ist und kann so Compliance-Vorteile erheben, wenn wir das vergleichen mit dem klassischen E-Mail-Verteiler, wo einfach Angebote versendet werden. Es ist auch möglich, mehrere geschlossene Fracht miteinander zu verbinden. Wir sprechen dann von einem kaskadierenden System. Darüber hinaus bieten wir natürlich Statistiken und was uns als Timocom besonders wichtig ist, dass wir ein faires Preismodell anbieten. Uns ist immer sehr wichtig, einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Parteien auf Anbieter- und auf Nachfragerseite. In dem Fall des fairen Preismodells an der Stelle heißt es für uns, dass Carrier nichts dafür bezahlen müssen, Teil einer geschlossenen Frachtenbörse zu sein. Sie werden von den Verladern eingeladen und haben dann exklusiven Zugriff auf diese Ladung, ohne zusätzlich etwas dafür zu bezahlen. Was wir auch festgestellt haben in der Operations der geschlossenen Frachtenbörse, dass ein persönliches Onboarding der beteiligten Parteien sehr wichtig ist. Und dafür haben wir verschiedene Abteilungen bei uns im Unternehmen aufgebaut, sogenannte Carrier Onboarding Manager, die sich darauf spezialisiert haben, die Dienstleister für eine geschlossene Frachtenbörse zu aktivieren, freizuschalten und zu schulen. Und das Gleiche tun wir eben auch auf Auftraggeberseite, dass wir die Nutzer des Systems schulen durch unsere Business Consultants. Ja, und einer der kritischsten Erfolgsfaktoren, den wir sehen, nicht nur für die geschlossene Frachtenbörse, sondern generell für die Transportlogistik, ist die Interoperabilität. Uns ist sehr wichtig und daran glauben wir, dass die Zukunft daraus besteht, dass Systeme miteinander vernetzt sind und wir sind stetig dabei, unser Netzwerk aus angeschlossenen Systemen zu erweitern. Bereits heute haben wir 34 Transportmanagement- und Enterprise Resource Planning Systeme, über die die geschlossene Frachtenbörse nutzbar ist, über die die Transporter dann auch vergeben werden können und wir sind wie gesagt stetig dabei, dieses Netzwerk aus Partnern zu erweitern, um eben eine systemübergreifende Lösung anzubieten, ohne Medienbrüche. Was sind jetzt die Vorteile nochmal zusammengefasst? Zum einen geht es natürlich darum, um den Bogen nochmal zu spannen, Sicherheit und Qualität in der Transportdienstleistung zu gewährleisten, auch bei Nutzung des Spotmarktes. Sprich, die Vorteile des Spotmarktes, des Netzwerks zu nutzen und gleichzeitig keine Kompromisse zu machen bei der Dienstleistungsqualität. Auch
Der Compliance-Vorteil ist nicht zu vernachlässigen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Es geht darum, dass ich feste Regeln definieren kann, die nicht umgangen werden können durch meine Disponenten, durch die ich dann auch nachweisen kann, wie Frachtvergabe bei uns funktioniert im Unternehmen und eben keine Kompromisse machen muss. Und natürlich zu guter Letzt auch, dass ich langfristig Laderaumkapazitäten sichere, mein Netzwerk erweitere aus Partnern, die für mich Transporte durchführen und ebenso meine Supply Chain robuster gestalte, mein persönliches Netzwerk erweitere. Das ist die Verladersicht soweit. Es ist aber nicht so, dass der Verlader der einzige ist, der von dieser Lösung profitiert. Auch für unsere Carrier ist es eine sehr wichtige Lösung, die sehr beliebt ist am Markt, weil ich eben durch die Mitgliedschaft an einer geschlossenen Frachtenbörse die Möglichkeit habe, teilexklusiv Frachten zu sehen, einen Geschwindigkeitsvorteil zu haben, weil ich die Frachten als erster sehe, weil ich explizit informiert wäre, wenn Ladungen vorhanden sind und so die Chance habe, besonders lukrative Ladungen zu haben. Und es bezieht sich auch darauf, dass ich als Carrier Mitglied bin einer geschlossenen Frachtenbörse für Transporte, auf die ich mich spezialisiert habe. Das können Lebensmitteltransporte sein, das können Schüttgüter sein, das können Containertransporte sein. So habe ich eben explizit den Zugriff auf Ladungen, die für mich geeignet sind. Dann einmal zum aktuellen Nutzungsstand. Ich habe hier mal ein paar Zahlen mitgebracht, wie die geschlossene Frachtenbörse im ersten Halbjahr dieses Jahres genutzt wurde. Wir sind bei knapp 9 Millionen Frachtangeboten, die innerhalb dieser Börse veröffentlicht werden. Die Tendenz ist steigend gegenüber von dem Großteil immer noch 43 Millionen Frachtangeboten, die im offenen Markt direkt veröffentlicht wurden. Das heißt, unser Kern bleibt immer noch der offene Spotmarkt. Wir merken aber auch, dass es immer mehr Use Cases gibt, wo es sich eben an einen exklusiven Kreis richtet zunächst, bevor es dann an den offenen Markt geht. Ja, dann habe ich noch die Stimme eines Nutzers mitgebracht. Es handelt sich dabei um den Geschäftsführer der Transfrigo Route, eine Kooperation, die sich darauf spezialisiert hat, logistische Dienstleistungen für den Lebensmittelsektor zu erbringen. Und dort wurde eben auch der Community-Gedanke sehr in den Vordergrund gestellt und geschätzt, dass die Kooperationspartner durch die geschlossene Frachtenbörse näher zueinander finden, die Beziehungen zueinander enger werden und ebenso die Kooperation auch gestärkt wird und langfristig etabliert werden kann. Ja, dann noch ein kleiner Ausblick, was so für uns die Next Steps sind, die wir auch in Zusammenarbeit mit unseren Kunden ermittelt haben, wie wir die geschlossene Frachtenbörse noch weiter verbessern können aus Kundensicht. Unser großes Ziel dabei, ich habe es mal Community Boost genannt, ist, dass wir die geschlossene Frachtenbörse möglichst leicht erweiterbar machen für Verlader, aber auch aus Sicht der Carrier. Möglichst einfach soll es sein, dass ich mein Netzwerk erweitere. Ich sage, das ist ein vertrauensvoller Partner, den möchte ich in mein Netzwerk aufnehmen. Ein Baustein eben ist, dass wir zukünftig die Carrier-Dokumente, die Klassiker EU-Lizenz, Speditionsversicherung und Briefkopf KI-gebunden prüfen werden, sodass die manuelle Prüfung entfällt bzw. erleichtert werden kann. Ein weiterer Punkt ist, dass sich Carrier auf geschlossene Frachtenbörsen bewerben können, wenn sie der Meinung sind, dass sie sich besonders für diese Transporte eignen. Ein großer Pain aus Verladersicht ist weiterhin, dass die Administration bei neuen Carriern einen großen manuellen Aufwand mit sich bringt, die Neuanlage eines Dienstleisters, die Abrechnungsprozesse. Und das ist eben auch ein Punkt, wo wir in Zukunft Lösungen anbieten werden, um diese Prozesse zu vereinfachen, damit Anbieter und Nachfrager von Transportdienstleistungen noch einfacher, noch schneller zueinander finden. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie mehr Informationen haben wollen, Sie finden uns in Halle 1 an Stand G1. Dankeschön. Ja, vielen Dank, David, für deinen Vortrag. Nahezu Punktlandung. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Und eine Frage ist reingekommen über Slido. Mhm. Und zwar Spotmarkt, Fragezeichen. Wie schaffe ich es, im undurchsichtigen Dschungel teils fragwürdiger Dienstleister die Qualität aufrechtzuerhalten, die Stammspediteure bieten? Ja, da sind wir natürlich auch stetig dran, das zu erweitern. Wir haben ein Bewertungssystem integriert als Timocom, um eben die Erfahrungen, die Unternehmen gemacht haben, mit bestimmten Dienstleistern abzubilden im System. Da kann ich anhand verschiedener Kategorien erkennen, wie ein Dienstleister bisher performt hat, im Umgang mit der Ware, pünktliche Zustellung, Umgang mit Dokumenten. Und das ist ein Baustein, den wir hier sehen. Der zweite Teil ist natürlich die Darstellung des Dienstleisters. Ich hatte es vorhin erzählt, die Prüfung der Dokumente. Wir wollen aber nicht, dass der Stammdienstleister an sich ersetzt wird, sondern dass es möglichst einfach ist, Stammdienstleister in den Kreis meiner Partner aufzunehmen.
Und das ist eben der Kern der geschlossenen Frachtenbörse. Okay, vielen Dank. Ja, die Zeit läuft runter. Wenn weitere Fragen bestehen an David oder auch an sein Team von Timocom, dann fragt gerne, wie schon gesagt, ihr habt hier in der Halle ziemlich weit vorne euren Stand. Gut zu erkennen an einer Sternseitig, genau, vorne. Ja, also gerne Fragen stellen. Vielen Dank für den Einblick in euer starkes Partnernetzwerk über geschlossene Frachtbörsen und so weiter. Ja, vielen Dank dafür und ja, nochmal, Dankeschön.